an diese außerkörperliche Erfahrung, als ich dann unter der Decke im Zimmer eben schwebte, schloss ich an, dass auf einmal, also wie die Zimmerdecke war dann offen, also es ging dann einfach ins Schwarze, ins, ich nenne es jetzt mal Universum, obwohl in meiner Vorstellung, also in meinem Zurückdenken sind da nicht Sterne oder Licht oder so gewesen, sondern einfach der schwarze Raum, in den ich hineingesogen wurde. So, der dritte Anruf, Ernst, Aurora. Da ist was drin. So, der dritte Anruf, Ernst, Aurora. Da. Ja. Hört ihr das eindeutig auch zu hören, ja. Ja? Was auch immer es ist. Was auch immer, aber es ist, hören, ja. Es ist gar nicht, wir haben hier nicht rumgeraschelt. Nein. Und rumgeschneuzt und gehustet und gemacht, ja? Da ist was. Ihr habt die Blume in der Hand gehabt, das heißt, damit habt ihr eure Schwingung in die Blume übertragen. Und als Medium habe ich die Begabung, mich über diese Blume in eure Energie dann einzuschwingen. Und somit bin ich dann schon mal mit euch verbunden oder einem von euch. Und die nächste Gabe ist, dass ich mich auf eine Frequenz bewegen kann, wo die Seelen wieder zu Hause sind, wenn sie die Körperlichkeit verlassen haben. Das Jenseits ist eine Form von Bewusstheit, in der wir alle letztlich uns wiederfinden, wenn wir die materielle, ich sage auch gern die virtuelle Welt, die wir hier erleben, wenn wir diese virtuelle Welt verlassen, dann finden wir uns gemeinsam wieder in dieser jenseitigen Bewusstheit. Das Jenseits. Für Gläubige ein Begriff der Hoffnung, für Skeptiker oft ein Ärgernis. Was ist Jenseits? Jenseits ist jenseits dessen, was der normale Mensch sehen und fühlen kann. Das ist etwas, was von vielen ja verneint wird, dass es so etwas überhaupt gibt. Aber heute als Naturwissenschaftler weiß man eigentlich, dass die Welt, wie wir sie wahrnehmen, wie unsere Augen sie unserem Gehirn zuleiten, nicht alles ist. Allein die Naturerscheinungen, die wir beobachten, haben ja einen Hintergrund. Da sind bestimmte Gesetze wirksam und das deutet darauf hin, dass es etwas sein muss, was übergeordnet der materiellen Welt ist. Dass man mit dem Jenseits natürlich noch viel mehr verbindet, zum Beispiel die Frage, werden wir selbst mal in dieses Jenseits eintreten, wird das unsere zukünftige Heimat sein. Darüber kann man sich natürlich streiten, darüber wird ja auch heftig gestritten. Die Aussicht auf ein Leben im Jenseits erhält durch die weltweit dokumentierten Nahtoderfahrungen neue Bestätigung. In Todesnähe erleben viele Menschen, auch wenn ihr EEG bereits eine Nulllinie zeigt, ungeahnte Einblicke in Welten, die jenseits der fünf Sinne liegen. Zuerst hatte ich noch so ein Gefühl von Bewegung, dass ich mich bewegt habe. Nachher wurde es ein Schweben. Und nach einer gewissen Zeit wurde es wie ein magnetisches Angezogensein vom Licht. Dieses Bild habe ich gemalt, das zeigt das Licht, zu dem ich mich herangezogen gefühlt habe. Und das war so, ich bin ein Stück Licht gewesen und da draußen war das große Licht. Und ich bin einfach in dieses Licht hineingezogen worden und dort drin habe ich mich wie aufgelöst. Also es gab mich nicht mehr, es gab nur noch das Licht. Ich lag im Bett und dann habe ich ein Licht gesehen. Ich habe ein Gefühl des Friedens, ich kann das gar nicht beschreiben. Das war so wunderschön. Es strahlte von allen Seiten gleichzeitig ein unfassbar helles Licht. Also anders als normalerweise, wo das Licht ja von einer Seite kommt und es glänzt und einen blendet, war es so hell, aber trotzdem eben nicht blendend, sondern es hat mich eher umhüllt und es war weich und schützend und warm. Und dieses Licht war überall gleichzeitig. Und dieses Licht war begleitet von einer unfassbar schönen Musik. Also diese Musik, die hat mich getragen. Das war so lockend.
Also es war das Licht und die Wärme und diese Musik, das war, als wenn es mich hinaustragen würde. Aus dieser Wand heraus, die hat sich irgendwie verändert. Die nahm auch so eine lichtweiße, milchige, neblige Form an. Und aus dieser lichtweißen Wand kam mir ein Lichtwesen entgegen. Und das war das Entscheidende eigentlich, was ich da erlebt habe. Das war so außergewöhnlich und so faszinierend. Denn das wesentlichste Gefühl, was mir dieses Lichtwesen mitgab, war eine unglaubliche Form von Liebe, Verzeihen und Vergebung. Also das heißt, ich habe es immer versucht so zu beschreiben, es fällt komplett alle Last des Lebens in diesem Moment von einem ab. Ich habe in all diesen Jahren nie mehr ein solches Glücksgefühl erlebt wie damals. Und ich kann das noch sehr gut zurückholen. Das begleitet mich intensiv. Das war ein unbeschreibliches Gefühl. Ich finde wirklich nicht die richtigen Worte, weil alles, was ich an Sprache dafür habe, genügt irgendwie nicht. Ich habe eine Farbe gesehen, eine Farbe, die es nicht gibt. Ich habe nachher viele Jahre versucht, diese mit Aquarell und mit verschiedenen Farbtechniken zu mischen. Ich kriege sie nicht hin, weil in dieser Farbe war vor allem das Leuchten so intensiv. Und es ist eine Farbe, die ich unbeschreiblich finde. Also die erfüllt mich noch heute. Habe Klänge gehört, ich kann nicht sagen singen, aber es ist so wie ein summendes, wie ein Riesenchor vergleichbar, der nicht Wörter singt, sondern nur Melodien summt. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und das hat mich völlig getragen. Also ich fühlte mich unglaublich geborgen, wunderbar, wohl. Es war einfach wirklich wortwörtlich himmlisch. Und dann hatte ich eben einen Herz-Kreislauf-Stillstand im Zusammenhang einer schweren Erkrankung, die ich dann glücklicherweise überwunden habe. Und habe da eben im Schockraum die entsprechenden Prozeduren, die mich am Leben erhalten haben, glücklicherweise bekommen. Und habe aber auch eine intensive Nahtoderfahrung gehabt dabei, die eigentlich fast das ganze Spektrum dessen, was man eine intensive Nahtoderfahrung benennt, erfüllt. Nicht ganz, aber ich würde sie in den heutigen Skalen und Kategoriensystemen, die man entwickelt hat, schon für eine tiefe Nahtoderfahrung als eine tiefe Nahtoderfahrung klassifizieren. Und ich habe einige Jahre, so etwa 5 Jahre gebraucht, um aus dieser Erfahrung wieder in die normale Alltagswelt so richtig zu landen. Es war immer so ein bisschen das Gefühl, ich bin im falschen Film. Nicht, dass man jetzt die normale Welt irgendwie verachtet hätte oder aus ihr fliehen wollte, aber es war eine Desorientierung. Ich hatte eine andere Realität kennengelernt, war jetzt wieder in der vorher und wusste irgendwie, es hat sich nicht richtig aussortiert. Und das war so tief, diese Verunsicherung, dass das eben ungefähr 5 Jahre gedauert hat. Haben Nahtoderfahrene tatsächlich einen Schritt ins Jenseits gemacht? Lebt die Seele nach dem körperlichen Tod im Licht, in himmlischen Regionen weiter? Oder widerspricht diese alte Vorstellung wissenschaftlichen Erkenntnissen grundlegend? Es ist sicherlich eine grundsätzliche Frage, die jeden betrifft. Und meines Erachtens bei genauerer Überlegen ist es eine weltanschauliche Frage. Also es kommt darauf an, wie man von welcher Weltanschauung man überzeugt ist. Ich bin mir sicher, dass ein Skeptiker oder ein reiner Naturalist, der wird sich auch davon, von den ganzen Geschichten mit der Nahtoderfahrung, das zeigt sich ja auch jetzt immer wieder, nicht überzeugen lassen. Auf der anderen Seite, wenn man
aus verschiedensten Gründen, sei es persönliche Erfahrungen oder auch eben diese ganzen Berichte ernst nimmt, muss man schon sagen, dass der Begriff Seele oder was damit gemeint ist, dass etwas überlebt, dass diese Vorstellung durchaus berechtigt sein kann. Es ist natürlich die Frage, ist es bewiesen, ist es nicht bewiesen, aber da gehen wir in philosophische Fragestellungen, was ist überhaupt ein Beweis, was ist ein naturwissenschaftlicher Beweis? Wenn man da die naturwissenschaftliche Geschichte nur mal ganz kurz Revue passieren lässt, dann haben wir ja viele Beweise gehabt, die dann keine Beweise waren, sei es vom Dogma der Genetik, jetzt gibt es ja die Epigenetik, es gibt ja das physikalische Dogma, bis Einstein kam, bis Heisenberg kam mit der Quantentheorie und so weiter. Da waren auch immer wieder Vorstellungen und Beweise, es ist alles so, wie es ist. Und also es ist tatsächlich so, wenn man das als Botschaft sehen will an das tägliche Leben, dass die Hoffnung besteht, meines Erachtens, es gibt keinen Gegenbeweis, dass es nicht so sein könnte. Es gibt keinen naturwissenschaftlichen Beweis, der sagt, es gibt keine Seele. Und es gibt auch keinen naturwissenschaftlichen Beweis, der sagt, es gibt kein Jenseits. Es sind alles dogmatische Vorstellungen aufgrund von bestimmten Experimenten. Aber es besteht für jeden die Möglichkeit zu glauben und zu hoffen, dass es so etwas gibt, aufgrund der jetzigen Erkenntnisse. Dass für uns eine jenseitige Welt existiert, kann also seriös als Arbeitshypothese gelten. Aber wie sieht sie aus? Erlebt dort jeder Mensch tatsächlich nur Licht, Liebe und Geborgenheit? Ein beglückendes Einssein mit allem? Wie passen Nahtoderlebnisse zu religiösen Überlieferungen, die von Leiterfahrungen sprechen, von einem Gericht, vom Fegefeuer oder von der Notwendigkeit, sich vor Gott die Erlösung und das ewige Leben zu verdienen? Fest steht, dass Nahtoderlebnisse mystischen Charakter haben und mitunter dezidiert als Gotteserfahrung beschrieben werden. Manche Theologen vermuten sogar, dass eben solche Erfahrungen ursprünglich dazu beigetragen haben, Religionen zu begründen. Das frühe Christentum ist nicht aufgrund von Schriftgelehrsamkeit entstanden. Es war nicht so, dass irgendwelche Nachfolger Jesu Schriftgelehrte waren, die mit ihren Auslegungen vorhandene Schriftgelehrte, wie zum Beispiel Paulus, überzeugt haben, sondern das frühe Christentum ist aus Erfahrungen entstanden. Und diese Erfahrungen sind dann schließlich schriftlich niedergelegt worden in verschiedenen Texten. Und aus diesen Texten ist in einem langen, langen, langen Prozess das entstanden, was wir das Neue Testament nennen. Ein Prozess, der mehrere Jahrhunderte gedauert hat. Aber man muss immer wieder zurückschauen, dass eben halt als Exeget man zwar die Texte analysiert, allerdings natürlich auch die Impulse betrachten muss, auf die die Texte zurückgehen. Und da sage ich mal so einfach so in den Raum, dass eine Erfahrung, wie wir sie heute mit dem Phänomen Nahtoderfahrung bezeichnen würden, auch am Anfang des frühen Christentums in wesentlichen Punkten gestanden haben könnte. Andere Theologen tun sich schwerer mit den zahlreichen Berichten von einer überirdischen Wirklichkeit, von bedingungsloser Liebe, vom Einswerden mit dem Licht. Denn die traditionellen Lehren von Himmel, Hölle und Erlösung durch den Glauben finden durch Nahtoderfahrene keine direkte Bestätigung. Dennoch ist eines klar. Dass viele Menschen infolge solcher Erfahrungen grundlegende Wandlungen ihres Lebens vollziehen. Und zwar nicht nur in Glaubensfragen, sondern auch ganz konkreten Gestaltungen des Lebens, der weiteren Ausrichtung der Lebensgestaltung. Und da kommt genau eine der Konfliktlinien auch zur, sag mal, hierarchisch strukturierten, dogmatisch verfestigten Theologie, sage ich mal so. Dass ganz viele Menschen für sich sagen, sie sind sehr religiös geworden, noch verstärkt geworden, allerdings nicht mehr im Sinne der klassisch dogmatisch formulierten Theologie. Und das ist mit Sicherheit einer der Bereiche, warum auch dann manche theologischen Einrichtungen Angst haben, dass ihnen sozusagen hier jetzt gewisse Fundamente wegschmelzen. Und warum man dann sozusagen skeptisch einer solchen Sache gegenübersteht. Bloß selbst da kann man wiederum theologisch sagen, dass es viele Denker in der Theologiegeschichte gab, die diese Bedeutung der Erfahrung ganz deutlich in den Vordergrund gestellt haben. Nahtoderfahrene sind nicht die einzigen, die von Kontakten zum Jenseits berichten. Die Sterbeforschung befasst sich neuerdings verstärkt auch mit dem verbreiteten Phänomen der Nachtodkommunikation.
Viele Trauernde haben nach dem Tod eines Angehörigen unerwartet den Eindruck einer Präsenz. Sie sind deshalb vom Fortleben der Seele im Jenseits überzeugt. Wir denken, und das ist das Resultat von verschiedenen Forschungsberichten, dass ungefähr 30% der Trauernden einen Nachtodkontakt erlebt haben. Und bei Partner und Ehepartner sind es wahrscheinlich sogar zwischen 40% und 50%. Ein sehr, sehr großer Anteil von Trauernden haben einen solchen Kontakt erlebt. Und doch ist dieses Thema sehr wenig bekannt und wird nicht diskutiert im öffentlichen Diskurs. Die Studien dokumentieren unterschiedliche Formen der Wahrnehmung solcher Kontakte. Ein Nachtodkontakt kann durch 4 der 5 Sinnesorgane wahrgenommen werden. Entweder sehen die Empfänger, wir nennen diese Menschen, die einen Nachtodkontakt erlebt haben, die Empfänger, ohne darüber etwas aussagen zu wollen über die Quelle der Erfahrung. Entweder sie sehen den Verstorbenen, sie fühlen ihn körperlich, sie sind berührt, angerührt vom Verstorbenen. Sie riechen einen Duft, der für den Verstorbenen charakteristisch ist, oder sie hören ihn. Sehr häufig sind auch die Gegenwartsempfindungen. Die Trauernden haben eigentlich nur den Eindruck, dass der Verstorbene hier ist, präsent ist. Es ist wie eine Dichte im Raum. Sie wissen auch genau, wo sie sind, vor ihnen, neben ihnen, hinter ihnen. Aber sie können die Verstorbenen nicht sehen. In der gesellschaftlichen Akzeptanz solcher Wahrnehmungen werden Parallelen zu den Todesnäheerlebnissen deutlich. Auch diesen Berichten begegnete man überwiegend skeptisch, bis sich zeigte, wie häufig solche Erlebnisse vorkommen und der Begriff der Nahtoderfahrung schließlich allgemein bekannt wurde. Ich denke, es ist schwierig für die Nachtoderfahrenen darüber zu sprechen, denn da niemand das Thema kennt, ist immer die Gefahr, dass man ihnen nicht glaubt, dass sie sich lächerlich fühlen, wenn sie über diese Kontakte sprechen. Und wenn natürlich niemand darüber spricht, ob schon sehr viele Menschen das erlebt haben, ist es auch nicht bekannt. Denn natürlich entspricht es nicht der geläufigen Vorstellung von der Realität. Wie ist es möglich, dass ein Verstorbener noch kommunizieren kann? Das ist natürlich eine Frage der Einstellung. Und da ist natürlich der Unterschied zwischen der spirituellen Einstellung und der materialistischen Einstellung ist natürlich sehr groß. Deshalb ist es schwierig für die Menschen, darüber zu sprechen. Noch eine Parallele zu Nahtoderfahrungen fällt auf. Auch Nachtodkontakte verändern die betroffenen Menschen auf lange Sicht. Ein Nachtodkontakt ist etwas unwahrscheinlich Tiefgreifendes und sehr Wichtiges. Und die Menschen, die das erleben, vergessen den Kontakt nicht mehr. Es ist sehr tröstlich, gibt ihnen Hoffnung auf ein Wiedersehen in einer anderen Welt, von welcher wir nichts wissen. Aber sie sind überzeugt, der verstorbene, geliebte Mensch existiert noch irgendwo in einer Form und in einer Weise, die wir nicht verstehen. Es ist sehr tröstend, es ist sehr wichtig. Es kann ihre Einstellung zum Tod ändern. Vielleicht waren sie überhaupt nicht überzeugt davon, dass man nach dem körperlichen Tod weiterlebt, aber nach dem Kontakt sind sie sicher, dass dies der Fall ist. Auch interessant ist zu sagen, dass das Glaubenssystem von den Empfängern keinen Einfluss darauf hat, ob sie so einen Kontakt erleben oder nicht. Ob sie an ein Überleben von Bewusstsein glauben oder nicht, hat keinen Einfluss auf die Probabilität, so einen Kontakt zu erleben. Manche Menschen drängt es dazu, die vagen Kontakte zu einem möglichen Jenseits zu vertiefen. Sie nutzen entweder Medien, um Botschaften jenseitiger Geister hör- oder sichtbar zu machen, oder technische Geräte. Gesa Dröge hat mit der instrumentellen Transkommunikation Erfahrung. Bitte dich einfach mal um Meldung. Bitte kommen. Die Sterbebegleiterin und Jenseitsforscherin befasst sich seit vielen Jahren mit Möglichkeiten der Kontaktaufnahme.
Ja, die einfachste Möglichkeit, denke ich, ist einfach, dass man an den Verstorbenen einfach denkt. Also man kann sich das vielleicht vorstellen wie so ein Handy oder ein Smartphone, wie auch immer, mit dem man eine Nachricht schreibt und am anderen Ende der Welt sitzt jemand, der die bekommt und 2 Minuten später spätestens ist die da. Gedanken kommen auf jeden Fall an und könnte man wieder sagen, ja, die da drüben haben ja gar kein Gehirn, das wissen wir aber auch alles nicht. Also über Gedanken und dann über die mediale Ebene, also sich darauf sehr konzentrieren, vielleicht noch das Umfeld ein bisschen herrichten, manche mögen Kerzen oder Musik anmachen und sich einfach darauf einstellen. Oder auch über instrumentelle Möglichkeiten. Instrumentell bedeutet ja tatsächlich Radio, Tonband und so etwas. Die Möglichkeit, Stimmen Verstorbener über Tonbandaufnahmen zu hören, klingt zunächst einmal ja ziemlich schräg. Welche Voraussetzungen sind dafür aus Ihrer Sicht nötig, damit so etwas klappt? Von großem Vorteil ist, wenn man, wie man so schon sagt, ein bisschen medial veranlagt ist. Wenn man sowieso schon Dinge sieht und hört, die da ja eigentlich nicht sind, von denen dann andere denken, was siehst du denn da, ich sehe das nicht. Das sind Voraussetzungen und man denkt immer, man müsste da ein riesengroßes technisches Ambiente aufbauen mit Riesenapparaten. Man braucht eigentlich nur ein Kofferradio mit einem Kurzwellensender, also mit einer Möglichkeit, Kurzwelle einzustellen, möglichst ein fremdsprachiger Sender, damit man die Stimmen, wenn denn welche dann drauf sind, nicht verwechselt mit dem Radiosprecher, in diesem Falle Deutsch, also einen russischen oder einen spanischen, was auch immer. Und dann werden die Jenseitigen gerufen, man begrüßt sie tatsächlich und spricht dann, man bittet um eine Meldung oder stellt auch spezielle Fragen an die Großmutter oder an wen man auch immer fragt, dann wird das Ganze aufgezeichnet, dieses Sendergemisch, dieses Fremdsprachige. Und in dem Moment hört man meistens noch nichts. Und wenn man das dann abhört, dann hat man, wenn man Glück hat oder wenn es denn funktioniert hat, wenn das Jenseits es gut mit einem meint oder auch da drüben, die sagen, ja, also denen schicken wir jetzt mal eine Meldung, dann hat man da tatsächlich auch ein paar Worte drauf. Und wenn es noch besser läuft, dann haben diese Worte auch noch einen Bezug zu dem, der davor sitzt. Einen eindeutigen Bezug, die Information, die kein anderer wissen kann. Wo man sagt, das kann kein anderer wissen, es lässt keinen anderen Schluss zu, als dass das eine Meldung von demjenigen von drüben ist. Ein Experiment. Gesa Dröge sucht Verbindung zum verstorbenen Jenseitsforscher Ernst Zenkowski, mit dem sie lange Zeit zusammengearbeitet hat. Ja, ich suche für den dritten Anruf mal einen anderen Sender und schalte mal auf Pause. So. Ich starte hier einen Tonbandstimmenversuch und begrüße als erstes mal dich, Ernst. Versuch mal, ob du eine Mitteilung für uns hast. Ich sitze hier mit einem Filmteam und das hatten wir schon mal. Wir saßen auch mal mit einem Filmteam und da war nichts drauf. Versucht mal, ob ihr das diesmal besser hinkriegt. Ich habe schon einen Sender gesucht und bitte dich einfach mal um Meldung. Bitte kommen. Die Aufnahme selbst verläuft unspektakulär. Spannend wird nun das Abhören der Tonbandaufzeichnung. Eine klare Botschaft können wir nicht dokumentieren. Allerdings enthält die Aufzeichnung ein seltsames Geräusch, kurz bevor der Radiosender eingeschaltet wurde. What? Was ist das? Eine Idee? Sagen wir mal so, es läuft noch nicht mal das Radio in diesem Abschnitt. Das Radio ist aus, weil ich ja gedacht habe, die Frage kommt und habe einfach angelassen. Also man kann jetzt noch nicht mal sagen, ja, das ist vom Sender irgendwas. Das stimmt. Nein. Erstmal alles wie so ein Ermittler. Erstmal alles überlegen und alles erstmal ausschließen und dann gucken, was übrig bleibt. Man muss da ganz nüchtern, ganz dröge, ne, mache ich meinem Namen hier alle Ehre, ganz dröge, das erstmal durchhecheln und dann gucken, was bleibt übrig. Und das Rätsel bleibt ungelöst. Weil die Aufnahme an die Beschleunigung eines Elektroautos erinnert, wandert das Tondokument unter der Bezeichnung Tesla ins Archiv.
Fest steht, der Traum, auf technischem Weg ins Jenseits vorzudringen, bleibt unerfüllt. Auch die instrumentelle Transkommunikation benötigt viel persönlichen Input. Mediale Jenseitskontakte setzen von vornherein ganz auf das subjektive Element. Auf der Feuerinsel Lanzarote führt die Heilerin Martina Mikolajczyk-Tatsch Blumenseancen durch. So, für die Person, die zu dieser Blume gehört, sehe einen Mann auf der anderen Seite. Also ihr würdet sagen, verstorben. Für mich sind die ja nicht wirklich weg. Dieser Mann zeigt sich, also er ist nicht ganz so alt geworden im Leben. Vielleicht war er so zwischen 50 und 60 Jahre, als er verstorben ist. Und er hat eine sehr schlimme Tumorerkrankung gehabt. Zum Schluss war es so, also er zeigt mir Lunge, also er muss auch Raucher gewesen sein und trotz seiner starken Erkrankung hat er bis zum Schluss geraucht. Aber zum Schluss war es auch so, er konnte den Bewegungen nicht mehr folgen. Dieser Mann sagt der Person, die zu dieser Blume gehört, er ist im Licht, er ist angekommen. Ich denke, das müsste jetzt so, Zeit und Raum ist ja für Seelen, wenn sie wieder oben sind, gibt es ja dann für uns nicht mehr. Aber wenn ich einen Zeitraum festmachen wollte, so wie er mir das zeigt, muss es schon gut 3-4 Jahre her sein, dass er wieder nach oben gegangen ist. Dieser erste Mann, den ich sehe, der zeigt mir, er weiß darum, dass die Person, die zu dieser Blume gehört, ihr Geburtsland oder ihr Heimatland verlassen hat. Also man muss sehr, die Person, die zu dieser Blume gehört, muss sehr lange irgendwo gewohnt haben, wo sie geboren ist und da auch ja, sehr, sehr lange, eigentlich bis vor kurzem dort gewesen sein. Er hat dort auch gelebt und er weiß darum, dass sich die Person, die zu dieser Blume gehört, jetzt wegbewegt hat und zwar einige Kilometer mehr in den südlichen Raum von Deutschland. Also der war wohl mehr so im westlichen, nordwestlichen Raum. Und er sagt mir als Information für die Person, die zu dieser Blume gehört, wenn man vielleicht darüber nachdenkt, war das jetzt wirklich die richtige Entscheidung und vielleicht laufen die Dinge noch nicht so, wie sie laufen sollen, dann sagt er doch, es war schon die richtige Entscheidung. Du bist auch am richtigen Platz, am richtigen Ort und die Dinge werden sich noch entwickeln. Also man darf durchatmen, man darf Ruhe bewahren und man darf sicher davon ausgehen, man ist am richtigen Platz. Wer gehört zu dieser Blume? Kannst du was damit anfangen? Kann ich was damit anfangen? Ja, hast du die Richtung gewechselt? Ja. Nee, vor einem Dreivierteljahr habe ich den Nordwesten verlassen und bin jetzt in den Süden gezogen. Und die Person, da kann ich auch was mit anfangen, das ist mein Cousin. Den habe ich noch betreut in den letzten Monaten. Konkrete Bestätigungen und Ratschläge aus dem Jenseits für das tägliche Leben im Diesseits. Medial veranlagte Menschen, wie beispielsweise auch Ingrid Ofner, die hier im österreichischen Bundesland Steiermark Beratungen durchführt, versprechen genau das. Zu mir kommen Menschen, die mit dem Tod von Angehörigen oder Freunden nicht umgehen können. Das heißt, sie haben noch eine Sorge, dass sie etwas mitteilen möchten. Sie reden dann oft von Schuld. Und bei mir besteht die Möglichkeit, Kontakt zu Verwandten und Freunden ganz real herzustellen. Das heißt, ich gebe Botschaften von diesen Menschen durch, was den Alltag betrifft, was die Umstände betrifft, worüber sich die Menschen Sorgen machen, die zu mir kommen. Das wird dann als stimmig anerkannt und sehr oft auch Hilfe gegeben. Die Beschreibung bestimmter Details aus dem irdischen Leben kann die Klienten durchwegs davon überzeugen, dass sie hier wirklich einen Kontakt zu verstorbenen Angehörigen finden. Ja, die Beschreibung, die Personenbeschreibung von meiner Mutter und von meinem Vater, auch die Kleidung und das Lieblingskleid meiner Mutter hat mich überzeugt und auch andere Dinge, zum Beispiel ihre Wortwahl, wenn sie etwas erzählt hat,
Da hat sie sich ganz speziell ausgedrückt, wie halt früher. Beispiel? Naja, sie hat gemeint, also da ich Tiere so liebe, werde ich eine Aufgabe haben später, Tiere zu betreuen und ihre und die Liebe zurückgeben. Und sie hat halt gemeint, Tiere, die geschändet wurden. Und das ist doch irgendwie ein spezielles Wort. Und sie hat sich manchmal etwas drastischer ausgedrückt. Und da hat die Frau Ofner dann gefragt, hat sie das so immer so gesagt? Und so habe ich gesagt, ja, selbstverständlich. Und als meine Mutter gestorben ist, sagt die Frau Ofner, mein Vater an ihrem Bett gesessen und hat sie gefragt, ob er ihr helfen kann. Und sie hat gesagt, nein, du kannst mir nicht helfen, aber jetzt sind wir gleich. Das war aus dem Grund, weil mein Vater halt sehr viel gelesen hat und manchmal etwas mehr gewusst hat als meine Mutter. Mhm. Obwohl ich der Meinung bin, dass meine Mutter im Grunde genommen mehr gewusst hat, hat sie halt gemeint, jetzt sind wir gleich, im Tod sind wir gleich, jetzt gibt es keine Unterschiede mehr. Mhm. Ja, und das war typisch, weil es war doch ein gewisser Stachel in der Ehe, da hat sie sich manchmal halt geärgert darüber. Ne? Medial empfangene Botschaften, instrumentelle Transkommunikation, Nachtodkontakte. Alle diese Erfahrungen legen nahe, dass Jenseits nicht ein allumfassendes Lichterleben bedeutet, ein Aufgehen der Einzelpersönlichkeit, sondern dass die Essenz des Individuums nach dem Tod weiter besteht. Aber wie passen diese Aussagen zu Nahtoderfahrungen? Wenn man das alles mal so ganzheitlich, universell oder hat er schon gesagt multiversell, finde ich noch schöner, Multiversum, ja. Wenn man das mal so betrachtet, dann könnte man sagen, bei den Nahtoderfahrenen ist es ja so, die kommen bis zu einer bestimmten Grenze, da kommt oft dieses Licht, auch nicht immer, aber wird ja oft beschrieben, und die kommen wieder zurück. Und da könnte man jetzt vermuten, dass die, dadurch, dass sie ja nicht komplett sterben, gar nicht an diese anderen Ebenen herankommen. Also diese anderen Ebenen, die gibt es, aber die mit dem Nahtoderlebnis, die kommen gar nicht bis dorthin. Die erleben nur den Anfang und werden ja dann sozusagen zurückgeschickt. Sie haben noch eine Aufgabe, es ist doch noch nicht so weit und sie werden wieder zurückgeschickt. Und der Sinn dieser Nahtoderfahrung scheint zu sein, die Angst vor dem physischen Tod zu verlieren oder die zu mindern. Und das auch an die Menschen weiterzutragen, die keine Nahtoderfahrung hatten. Ich hatte nun auch so eine Nahtoderfahrung. Ich hatte mal einen Motorradunfall und wie man das auch in der Literatur sieht, dass man sich da von oben sieht und so etwas, war auch und auch mit Licht und so weiter. Und du hast hier noch eine Aufgabe, genau. Also ich kann das auch bestätigen. Da waren keine anderen Ebenen. Da waren ein paar im Hintergrund Verstorbene, die ich mehr oder weniger erkannt habe oder erahnt habe, wer das denn wohl vielleicht war oder auch erspürt habe. Andere Ebenen waren da nicht, aber ich denke mal, so könnte, das ist auch eine Theorie. Ich sage nicht, so ist es, aber so, das ist eine Möglichkeit der Erklärung. Ich merke immer wieder, wenn sich Menschen dann aus dem Jenseits melden, die ich zum Teil ja auch aus dem Leben gekannt habe, und die hatten eine andere Sichtweise auf das Leben, nämlich keine allzu materielle Sichtweise, ist dann das Leben im Jenseits doch ein anderes Leben. Sie sind in einer sogenannten anderen Ebene, ein sehr helles Land, ein sehr freundliches Land. Es gibt Häuser und Blumen, Bäume, also alles an Landschaften, was man sich auch hier auf der Erde vorstellen kann. Und das sehe ich auch, eben aber in einer Überfülle, wie man sich das hier nicht vorstellen kann. Und dort kommen die Menschen an, die schon sich zu Lebzeiten mit spirituellen Gegebenheiten befasst haben. Medial begabte Menschen sind sich darüber einig, dass die Lebenseinstellung das persönliche Jenseits mitprägt. Wer nur materiellen Zielen folgt und eine spirituelle Welt ausschließt, kann nach dem Tod erdgebunden bleiben. Er sucht dann die Nähe der aus dem physischen Leben vertrauten Personen und Orte. Das Problem ist ja genau das, dass jetzt jemand seinen Körper verlässt und er will nicht von dieser Erde weg. Und jetzt gibt es so wie eine Reaktion, dann übernimmt er einfach irgendwo, wenn er kann.
übernimmt er einen Menschen. Das heißt, er nistet sich bei einem anderen Menschen ein. Und das gibt es relativ viel in der Familie, dass eine ältere Seele den Körper verlässt, vielleicht jetzt die Großmutter als Beispiel, und dann das Großkind praktisch besetzt. Und solche Beispiele habe ich natürlich haufenweise. Und dann als Beispiel kommt dann eben die Mutter mit ihrer Tochter und sagt, jetzt spricht die Tochter genau wie meine Mutter. Und sie verhält sich genau so, und was ist da los und so. Und die hat ja gar keine Ahnung. Vorher war das so ein liebes Kind, jetzt glaubt sie genau, sie müsse mich so herumkommandieren, wie das meine Mutter gemacht, als Beispiel. Und dann kann man dann 100% davon ausgehen, dass sie da ist. Und sie hat dann praktisch wie die andere Seele übernommen, also das Fahrzeug übernommen. Und jetzt leben die natürlich miteinander da. Und zwei an einem Steuer, das kommt nie gut. Und dann muss man dieser Seele natürlich dann klar machen, dass das so nicht geht und dass sie jetzt ihren eigenen Weg gehen muss. Und das ist dann so meine Aufgabe, eben dieser Seele den Weg zu weisen und sie da wieder wegzunehmen. Das, Gott sei Dank, funktioniert das auch immer. Dokumente bezeugen, dass auch Einwirkungen aus dem Jenseits auf materielle Gegebenheiten möglich sind. Ich war an einer Universität tätig und eines schönen Tages kam auf uns die Frage zu, es gibt dort ein Spukhaus, und zwar, dass der Stadtdirektor dieser größeren Stadt an die Universität eine Frage gerichtet, wir wissen nicht, was da los ist. Könnte das nicht mal jemand untersuchen? Und da solche exotischen Themen oft bei mir landen, habe ich mich dann auch aufgerufen gefühlt. Und wir haben dieses Spukhaus besucht und haben uns das alles angeschaut. Der Besitzer dieses Hauses war ein Landtagsabgeordneter. Der hatte auch alles das, was passiert war, dokumentiert. Er hatte Fotos aufgenommen von all den Dingen. Aber als wir dort waren, haben wir von so einem Spuk nichts bemerken können. Ich bin mit einem Kollegen dahin gefahren. Und wenn man sich diese Dinge vor Augen führt und diesem Mann glaubt, was er uns erzählt hat, das mussten wir eigentlich glauben, weil er glaubwürdig war und die Fotos hatte, dann muss man sagen, es gibt auch Einwirkungen aus diesem Jenseits heraus auf diese irdische Welt, die zwar selten sind, die uns normalerweise auch nicht treffen, die wir aber nicht einfach von der Hand weisen können. Meistens sind ja diese Seelen unterwegs und melden sich bei Menschen, weil sie Hilfe wollen. Und dass sie selber sehr hilflos sind. Und das ist dann eine ganz interessante Sache, dass die Menschen dann Angst haben vor einem Wesen, das selber Angst hat. Weil es ja auch hilflos ist und irgendwo Hilfe sucht und sich nicht orientieren kann oder nicht zurechtfindet. Und dann haben wir immer dem gesagt, sie künden sich wieder, also sie kommen da immer wieder und möchten eigentlich Aufmerksamkeit. Und dann spürt man sie natürlich im Raum. Und ich habe natürlich in all den Jahren, habe ich jetzt auch sehr viele Erfahrungen gemacht mit Kindern, die heute interessanterweise sehr locker umgehen mit dem, dass sie sagen, ja, da steht jetzt jemand, und manchmal können sie auch beschreiben, wer. Erdgebunden oder in lichteren Gefilden. Religiöse Überlieferungen weisen auf die Bedeutung der Lebensführung hin. Mediale Kontakte und Erlebnisse an der Schwelle zum Tod bestätigen einen Zusammenhang zwischen den individuellen Jenseitserfahrungen und dem Bewusstsein eines Menschen. Wird das, was jeder als Innenwelt in, um und mit sich trägt, durch die Gestaltungskraft des Geistes nach dem Tod zur Außenwelt? Einen Zusammenhang zwischen Jenseits und Bewusstsein erleben auch Nahtoderfahrene. Meine Jenseitserfahrung war eine Bewusstseinserfahrung. Und deswegen kam ich zu dem Schluss letztendlich, dass Jenseits und Bewusstsein in einer gewissen Form zusammenhängen. Da gibt es einen kausalen Zusammenhang. Und ich bin letztlich durch meine Überlegungen und durch meine philosophischen Anschauungen zu dem Schluss gekommen, dass Bewusstsein und Jenseits in etwa das Gleiche sind.
Wenn wir im Jenseits uns befinden, dann sind wir nur noch Bewusstheit. Wir sind nur noch seelisches Wesen. Wir sind völlig entmaterialisiert. Wir sind kein körperliches Wesen mehr. Wir sind nur noch reine Wesenheit. Wenn Nahtoderfahrene sich als eins mit dem Licht empfinden, dient dieses Erleben wirklich nur dazu, die Angst vor dem Sterben zu vermindern? Als Übergangserfahrung, während der Schritt in das eigentliche Jenseits erst folgen würde? In eine Welt, die genau dem Inneren, dem individuellen Bewusstsein entspricht und in die mediale Kontakte vordringen können? Vielleicht lässt diese Theorie das Entscheidende außer Acht, dass die Erfahrung von Liebe und Freiheit, die im Licht erleben liegt, das Allertiefste im Menschen anrührt. Die Empfindung eines Angekommen und Beheimatetseins. Des ganz zu sich selbst gefunden Habens. Mit dieser transformierenden Lebensnähe ist nichts vergleichbar. Nahtoderfahrene beschreiben sie als Liebe, weil die Kraft der Liebe dafür bekannt ist, auch zwischenmenschlich aufs Höchste zu beflügeln, verbindend und befreiend zu wirken. Doch in Wahrheit beschreiben sie die qualitativ existenziellste Erfahrung des Menschseins, die sein innerstes Wesen berührt, sein geistiges Bewusstsein, jenseits von Raum und Zeit. Demnach wären die jenseitigen Welten genauso wie die diesseitigen Welten nur Spielwiesen für den lebendigen Geist, seelische Felder oder Ebenen, die seine gestalterische Kraft mitkreiert, um Erfahrung und Entwicklung zu ermöglichen. Und als leitend und führend durch die seelischen Gefilde wirkt das der allumfassenden Liebe verbundene Licht des Geistes. Es gibt keinen Tod. Es gibt nur einen materiellen Tod. Für mich ist das sehr, sehr wichtig, dass der Mensch endlich begreift, dass er einfach weitergeht. Weitergeht. Auf diesem Weg durchs große, ganze Sein sind auch Nahtoderlebnisse nur Momentaufnahmen. Sie können zum Einklang mit dem geistigen Licht führen oder auch, wie bei den relativ selten dokumentierten sogenannten Höllenerfahrungen, unangenehme Seelenfelder ins Bewusstsein rücken. Hilfreich für den weiteren geistigen Weg ist jedenfalls eine Lebensführung, die sich nicht auf das egoistische Erleben der materiellen Welt beschränkt. Und dann ist es einfach wichtig, dass ich hier diese Bindungen, diese materiellen Bindungen, die wir natürlich als Mensch unbewusst und bewusst machen, irdisch verankert, wir sprechen ja auch so, ich bin und meinen den Körper. Und wenn ich mit diesem Körper hier in dieser Erde verankert bin, habe ich ein Riesenproblem, dass ich dann wieder wegkomme. Wichtig ist, dass man hier auf der Erde eben nicht diese Bindung so stark macht, dass ich dann nicht mehr loslassen kann, dass mir mein Haus oder irgendetwas Materielles so wichtig wird, dass ich dann glaube, ich müsste jetzt weiter zu dem schauen und das sei jetzt so und dann bleibe ich halt da. Eine spirituelle Orientierung hilft dem freien Geist, sich zu entfalten. Die Aussicht auf ein Weiterleben im Jenseits könnte dem Tod neue Bedeutung geben. Ich finde das sehr, sehr tragisch, dass die Menschen eine so große Angst aufgebaut haben, das ist dann endgültig und für immer und ewig. Und dabei hätten wir ja gerade in unserer christlichen Religion hätten wir das schöne Beispiel von unserem großen Meister Jesus, der ja das gezeigt hat. Er ist durch dieses Leiden durchgegangen und hat einen körperlichen Tod gehabt und dann ist er eben auferstanden. Und dieses Auferstehen, das müssten wir eigentlich viel mehr als unsere Projektion nehmen. Auferstehen, nicht leiden und sterben. Alle diese Meinungen und Theorien, die letztlich das Bewusstsein und nicht die materielle Welt ins Zentrum stellen, stehen im krassen Gegensatz zum heute überwiegend naturalistisch geprägten Weltbild. Wird es jemals eine Brücke geben zwischen den Naturwissenschaften und der sinn- und werteorientierten Welt des Glaubens? Es gibt Wissenschaftler, die davon überzeugt sind.
Alles ist mehrdimensional. Bloß, wir sind dann nicht mehr in der Physik, wir sind dann in dem qualitativen Bereich. Der gehört aber zur Welt. Und deswegen, das müssen wir zusammenfassen, Naturwissenschaft ist wirklich beschränkt auf die Raumzeit. Aber die Wirklichkeit ist ja nicht nur Naturwissenschaft. Die Wirklichkeit geht darüber raus, wenn man das einheitlich fassen will, dann ist alles kein Widerspruch, sondern gehört zusammen zur Wirklichkeit. Wenn wir an Newton, an Galilei, an Kopernikus denken, die haben Forschung betrieben zur Ehre Gottes. Die haben am Weltbild gebaut und waren beseelt von der Überzeugung, dass sich Gott nicht nur in seinem Wort offenbart, sondern auch in der Natur. Und wenn dem so ist und es keine zwei Wahrheiten geben kann, dann hätte man eigentlich beide Stränge zusammenführen müssen. Die Kirche als Vertreter der göttlichen Wahrheit und die Naturwissenschaftler als Vertreter der Offenbarung Gottes in der Natur. Und ich glaube, dass das Machtbestreben der Kirche diesem Versuch entgegenstand. Es gibt eigentlich zwei Grundaussagen, auf die sich der Naturalismus bezieht und die sich im Verlauf schon im 19. Jahrhundert beginnend immer mehr entwickelt haben. Und das eine ist, dass der Naturalismus sich auf die Naturwissenschaften bezieht. Das ist der Begriff der Natur, dass die Naturwissenschaften das einzige Instrument sind, die verlässliches Wissen liefern können. Und gleichzeitig ist im Naturalismus auch, dass es nichts Übernatürliches gibt, sondern dass alles auf Natur zu reduzieren ist. Also es war sozusagen eine Abwehr aller Konzepte, eben auch religiöser Vorstellungen, dass es eine übernatürliche Wirklichkeit gibt. Mit dieser doppelten Bedeutung Naturwissenschaft und Natur, keine übernatürlichen Phänomene, das waren die Fundamente, die sich immer mehr herausgearbeitet haben. Diese älteren Seelenvorstellungen, die sind eben haben überhaupt nicht mehr in dieses naturwissenschaftliche Denken reingepasst. Und dann hat sich die aus dem entstandenen Wissen über die Korrelation von Gehirnprozessen und Bewusstseinsprozessen, hat sich dann daraus eine Hypothese entwickelt, offenbar wird das Bewusstsein vom Gehirn produziert. Und William James hat einen Vortrag, den er 1897 gehalten hat, über das Problem der Unsterblichkeit, über das Thema, hat er schon gesagt, dass diese Theorie jetzt von den meisten Menschen vertreten wird, aber dass es eben eine Theorie ist über den Zusammenhang von Gehirnprozessen und Bewusstseinsprozessen und dass es auch Alternativtheorien gibt. Er hat auch Angebote gehabt. Heute steht die Theorie, dass das Gehirn Bewusstsein erzeugt, durch Nahtod und andere Grenzerfahrungen wieder zur Diskussion. Und vielleicht wird auch der Begriff Jenseits bald neu bewertet werden müssen, als Entwicklungsfeld und Heimat unseres Inneren und Innersten. Die Weiterentwicklung und die Reifung des menschlichen Bewusstseins oder der menschlichen Persönlichkeit, würde ich dann lieber sagen, mit ihren verschiedenen Bewusstseinsstufen der Entwicklung des Bewusstseins, die geht vielleicht auch nach dem Tod noch weiter. Ich glaube nicht, dass diese kurze Spanne ausreicht, um sozusagen die Fülle des Universums bis hin zum Urgrund und Ursprung, von dem die Philosophen so viel gesagt haben, um immer wieder zu sagen, dass sie darüber eigentlich nichts wirklich sagen können. Das zu erfassen, das ist eine große Aufgabe, aber ich glaube, das ist ein weiter und Weg ist, den wir nur erahnen können, wo wir auch mit ein Stück Demut hinschauen und vielleicht davon ausgehen können, dass das Ganze einen großen Sinn hat, in dem wir ein Teil sind. Und wenn wir uns als Teil des Ganzen empfinden, dann sind wir auch im Sinn. Dann ist auch unser Leben damit sinnvoll.